Herzlich willkommen beim Unglaublichen Podcast, dem Wegweiser zu deinem maximalen Potenzial. Hier erlebst du nicht nur die Theorie, sondern auch die kraftvolle Praxis durch jahrelange Erfahrung. Dein Gastgeber Ewald Schober, ein Visionär und Meister der Inspiration, wird dich dazu anregen, die wahre Größe in dir zu erkennen. Lass uns gemeinsam auf eine unvergessliche Reise gehen, voller Begeisterung, Inspiration und Motivation, um dein Leben in vollem Glanz erblühen zu lassen. Der unglaubliche Podcast ist mehr als nur Unterhaltung. Er ist dein persönlicher Kompass zur individuellen Entfaltung. Und jetzt lassen wir die Magie beginnen. Sprechen wir in dieser Folge über das Thema Angst vor Veränderungen. Ich glaube, du weißt, was ich damit meine. Das betrifft ein unglaubliches, großes Spektrum. Denn unwahrscheinlich viele Veränderungen stehen im Leben immer wieder an. Ich habe mal einen Spruch gehört, nichts ist beständiger als der Wandel. Das Leben besteht aus permanentem Wandel. Wir Menschen haben aber alle, nicht nur du oder der Nachbar, sondern alle Menschen haben generell Angst, Unwohlsein vor Veränderungen. Und das ist natürlich keine nette Geschichte, wenn Veränderungen immer anstehen und wir immer ein Unwohlsein bzw. Ängste haben oder Sorgen haben zum Thema Veränderung. Schauen wir uns wieder mal an, woher kommt diese Angst vor Veränderung? Denn logisch ist es ja nicht. Wir wissen, das Leben besteht aus Wandel, das Leben besteht aus Veränderung. Also ist es unlogisch, dass wir Ängste vor Veränderungen haben. Also sollten wir uns jetzt mal in der Tiefe wieder ansehen, woher kommt es denn? Dazu gibt es zwei Erklärungen. Zum einen kommt die Erklärung, ist zu suchen, im Reptiliengehirn, wie wir zuletzt besprochen haben. Und zwar betrifft es den Punkt, das Grundbedürfnis, Existenz sichern. Wir wissen immer nicht, wenn wir etwas Neues tun, etwas Neues machen, egal ob es beruflich, ob es privat ist, ob es Gewohnheitsabläufe sind, ob wir damit auch dementsprechend Erfolg haben und unsere Existenz, sprich unser Einkommen, unsere Gesundheit, unsere Familie, egal wie auch immer, unsere Zweisamkeit, damit auch weiter befriedigen. Verstehst du, was ich meine? Das Reptiliengehirn geht her und sagt immer zum Thema Veränderung, also neues Terrain. Vorsicht, du kennst die Wege nicht, das ist ein neues Gelände, du weißt nicht, was dich dort erwartet und gibt wieder das Frühwarnsignal ab. Teilweise sogar mit einer Todesangst, damit sie dich warnt. Zum Zweiten ist es das Unterbewusstsein. Unser Unterbewusstsein, so haben wir bereits besprochen, schickt dir immer, wenn wir irgendetwas tun, dazu ein Gefühl, das wir uns angeeignet haben. Tun wir etwas Neues, was wir noch nicht getan haben, muss es das Unsicherheitsgefühl schicken, weil es sich nicht sicher ist, welches Gefühl es jetzt eigentlich bringen soll, weil es keine Referenz hat. Deswegen kommt immer auf Neues zuallererst ein Unsicherheitsgefühl. Also wundere dich nicht, wenn du Angst oder Unwohlsein oder Sorgen hast bei etwas Neuem. Aber es ist elementar wichtig, dass wir diese Sorge, diese Angst in zunehmender Art und Weise abstellen. Denn wie gesagt, nichts ist beständiger wie der Wandel. Und das Leben besteht aus ständigem Wandel. Dieses Gefühl hält uns generell ab vor Neuem. Ich bin mir sicher, dass wir unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, Chancen in unserem Leben den Großteil davon liegen lassen, weil wir diesem Gefühl folgen, weil wir diesem Frühwarnsignal des Reptiliengehirnes folgen und somit sagen, Vorsicht, ich gehe lieber dieses Risiko nicht ein. Aber ich möchte dir nochmal sagen, dieses Risiko, wie wir das bezeichnen, ist
eine Interpretation unseres Verstandes von diesem Gefühl. Ein Gefühl, das Gefühl der Angst, ist keine Tatsache. Das Gefühl der Angst ist kein Fakt, es ist kein Ergebnis. Es ist eine Möglichkeit, wie es ausgehen könnte. Eine von vielen. Aber da wir immer dieses Gefühl als präsent ansehen, denken wir, es ist dementsprechend Realität. Denk mal noch weiter zurück. Wir Menschen haben Angst vor etwas Neuem. Aber überleg mal, alles, was du in deinem Leben erschaffen hast, war irgendwann mal neu. Es gibt nichts, was für dich nicht neu ist. Deine Arbeit ist für dich irgendwann mal neu gewesen. Deine Berufs-, deine Schulausbildung war irgendwann mal neu. Deine Beziehung war irgendwann mal neu. Dein Freundeskreis war irgendwann mal neu. Deine Hobbys waren irgendwann mal neu. Dein Haus, deine Wohnung war irgendwann mal neu. Dein Auto, verstehst du, was ich meine? Alles besteht aus dem Neuen. Also sollten wir mit der Logik uns klar machen, alles ist zuerst mal neu. Und wenn du zurückschaust, wird dir klar werden, dass eigentlich alles zum Großteil immer gut ausgegangen ist und nicht wie deine Ängste oder deine Sorgen dir vorspielen, dass es eher negativ ausgeht. Schau mal, in diesem Kurs, in diesen Folgen ist es wichtig, dass wir uns das Ganze ansehen, woher kommt es, dass wir verstehen, wie wir konzipiert sind. Und wenn du das jetzt immer mehr verstehst, lösen sich jetzt durch die Erkenntnis immer mehr, ob du willst oder nicht, deine Sorgen, deine Ängste in zunehmender Art und Weise auf. Ich werde dir dann im Anschluss, in den nächsten Folgen, gebe ich dir viele Techniken und Eigenschaften noch mit auf den Weg, wie du sie komplett eliminieren kannst, diese Sorgen und Ängste, denn sie sind unterm Strich, wie ich dir schon gesagt habe, absolut sinnlos. Ja, denk auch noch an was Weiteres. Umso öfter du irgendetwas tust, schau zurück in deinem Leben, bildet das Unterbewusstsein dazu ein Gefühl. Es geht immer her und schaut, wie geht's denen, die das Gleiche machen wie du. Es kennt es wieder, überträgt es auf dich. Und bei dir ist eine Eigenschaft, umso öfter du etwas tust, entwickelst du immer mehr ein gutes Gefühl dazu. Somit lieben wir die Dinge, die wir haben. Das lieben wir. Egal, ob wir es mögen, aber wir wollen es behalten und lehnen uns ab vor was Neuem, weil hier ein Gefühl da ist, der Unsicherheit. Also sei dir in einem sicher. Auch wenn etwas Neues und du tust es immer öfter, bekommst du automatisch ein gutes Gefühl, sprich das Entgegengesetzte von Sorgen und Ängsten. Wir reden jetzt über Verlustängste. Ein Thema, was, glaube ich, alle Menschen enorm betrifft. Wir Menschen sind so konzipiert, dass wir generell Verlustängste haben. Sprich, das, was wir haben, verlieren könnten. Dabei spielt es keine Rolle, um was es geht. Es kann sein, unsere Gegenstände, unser Vermögen. Es kann sein, unsere Gesundheit, unser Arbeitsplatz, meine Familie, meine Freunde. Egal was, wir sind so konzipiert und du wirst gleich erkennen, dass es keine individuelle Krankheit ist, sondern eine kollektive Krankheit ist, die ganz normal erklärbar ist, woher das sie kommt. Und immer wieder, wenn wir es erkannt haben, woher es kommt, bist du die Hälfte des Weges schon gegangen. Dafür sind zwei Faktoren zuständig, dass wir alle von Verlustängsten geplagt sind. Das erste ist wieder unser Reptiliengehirn mit dem Grundbedürfnis Existenz sichern. Unser Reptiliengehirn damals zur Steinzeit, bedenke, musste uns ja irgendwie schützen vor der Zukunft. Und somit hat es immer darin, dass das, was wir erschaffen haben, brauchen wir als Schutz. Du brauchst die Höhle, damit du nicht erfrierst. Du brauchst deine Waffen, damit du wieder jagen kannst, damit du wieder die Beute hast. Du brauchst dein Rudel, damit du gemeinsam überleben kannst. Verstehst du, was ich meine? Also, das heißt also, der Großteil der Verlustängste kommt aus dem Reptiliengehirn. Unser Reptiliengehirn aber, wie gesagt, weiß ja nicht, dass es mittlerweile andere Gehirne gibt, dass du logisch denken kannst, selbst entscheiden kannst. Und es weiß auch nicht, dass du nicht mehr in der Steinzeit lebst. Also wann immer wir ein Reptiliengehirn erkennen, also eine Aktion des Reptiliengehirns, können wir immer sagen, danke für die Frühwarnung, aber
du bist jetzt nicht mehr wichtig, ich habe keine Sprechstunde für dich, halt dich zurück. So minimieren wir in zunehmender Art die Übernahme des Reptiliengehirns von unserem Verstand. Des Weiteren bedenke, wann immer du dein Reptiliengehirn erkennst, also in Form einer Verlustangst, dass es dich triggert, setz ein Lächeln auf, weil Lächeln heißt Reptiliengehirn aus, Verstand ein. Soweit verstanden? Okay, ich gebe dir immer wieder Techniken, wenn ich dir diese ganzen Ängste erkläre, wie du schön langsam auflösen kannst. Und später kommen wir dazu, zu massive Techniken, wie du dann durch die Decke schießt als angstfreier Mensch. Der zweite Punkt, warum dass wir generell, wir Menschen, unter Verlustängste leben, hat den Grund, dass es nur zwei Motive gibt in unserem Leben, warum wir etwas tun oder etwas nicht tun. Es gibt keine 10, keine 100. Es gibt genau zwei Gründe, zwei Motive, warum wir Menschen etwas tun oder etwas nicht tun. Das eine ist Freude verspüren. Freude spüren, etwas erschaffen, das Leben neu kreieren, Abenteuer, Spaß, all das ist Freude spüren. Das zweite ist Schmerz vermeiden, sprich Gefahren frühzeitig erkennen, das zu halten, was wir haben. Wenn wir auf die Welt kommen als Kinder, kommen wir alle aus dem Motiv Freude spüren. Also wir Kinder möchten, und das sieht man ja an Kindern, wie die Augen glänzen, so, möchten das Leben erfahren. Sie wollen spielen, sie wollen was kreieren, sie wollen tun, sie sind unterwegs, sie wollen was unternehmen. Wir kommen aus, unser Grundmotiv ist Freude spüren. In zunehmendem Älterwerden aufgrund unserer Gesellschaft, aufgrund der falschen Prägung des Unterbewusstseins, weil es wieder das, die Denkweise übernimmt, die alle haben, es will uns ja entlasten, und natürlich auch aufgrund des Reptiliengehirns, rutschen wir ab von Freude spüren, ab zu Schmerz vermeiden als Hauptmotiv. Und das ist natürlich ein Motiv, das uns vom Leben abhält, weil Schmerz vermeiden heißt, im Vorfeld sich schon Gedanken machen, was kann passieren, Sorgen zu kreieren, Ängste, damit wir erkennen, das ist nicht der Weg zu folgen und vieles, vieles mehr. Darüber hinaus darf ich dir auch sagen, dass es der Grund ist, die Verlustangst ist der Grund, warum das so wenig Menschen ihr Leben leben, was sie gerne leben möchten, weil sie nichts Neues erschaffen, sondern immer probieren zu halten. Schau zurück, in den jungen Jahren, Jugendliche, in der Ausbildung, in der Berufsausbildung, in deiner Jobwahl, in der Familiengründung, da waren wir noch Erschaffer. Und irgendwann, wenn einiges steht, beginnen wir uns zu drehen und probieren zu halten. Verstehst du das? Verstehst du? Halten ist aufzupassen, was ich habe. Und somit kommen wir immer aus der Angst. Erschaffen heißt, dass wir uns klar sind, dass wir Schöpfer sind, dass wir jederzeit unser Leben neu kreieren können. Und das ist auch die Logik. So ist es auch. Aber da unser Unterbewusstsein schneller ist und uns darauf konditioniert zu halten, denken wir gar nicht mehr darüber nach. Schau, wir haben Angst, unser Auto zu verlieren. Wir haben Angst, unsere Wohnung zu verlieren. Wir haben Angst, unseren Partner zu verlieren. Wir haben Angst, unser Geld zu verlieren. Wir haben Angst, unsere Gegenstände zu verlieren. Wir haben immer wieder Angst, etwas zu verlieren. Schau, von der Logik her ist es ja so. Wenn dir wirklich klar ist, und es wird in dieser Folge mit Sicherheit jetzt einigermaßen klar werden, dass du alles in deinem Leben erschaffen hast und dass du nicht ein Halter bist, sondern ein Erschaffer, dann brauchst du nicht mehr Angst haben, dass du etwas verlierst, weil du kannst es wieder neu schaffen. Verstehst du, was ich meine? Ein Schöpfer wird nicht Angst haben, etwas zu verlieren, weil er schöpft es neu, er schafft es neu. Ein Halter muss natürlich Angst haben, das, was er hat, zu halten, weil er ist ja kein Schöpfer, sondern er ist ein Halter. Nur schau zurück in deinem Leben. Du hast alles erschaffen. Du hast alles erschaffen. Und wenn mal irgendetwas verloren gegangen ist, hast du es wieder neu erschaffen. Stimmt's? Ja. Also, du bist ein
Erschaffer. Denk weiter zurück. Man hat Angst, man hat eigentlich nur Angst, etwas zu verlieren, solange wir keinen Ersatz haben. Wir haben Angst, da denk mal zurück, zum Beispiel seine Arbeit zu verlieren. Wenn du aber schon im Vorfeld eine zweite Arbeit hast, die dich mehr anmacht, wo du vielleicht mehr verdienst, dann hast du nicht mehr Angst, die alte Arbeit zu verlieren. Stimmt's? Wir hätten vielleicht Angst, eine Partnerschaft zu verlieren, dass wir alleine sind. Aber wenn wir bereits einen Ersatz geschaffen haben, ist es für uns nicht mehr wichtig. Das heißt, wir Menschen, solange wir nicht erkennen, dass wir Schaffer sind und nicht Halter, werden wir immer aus der Angst kommen. Ich möchte jetzt nicht sagen, erschaff dir alles, was du hast, bereits doppelt. Leg es auf Reserve, stell es in die Speisekammer. So funktioniert das Leben nicht. Nur sei dir bewusst, dass du es jederzeit erschaffen kannst. Wann immer wir an diesen Dingen festhalten, die wir haben, sind wir nicht offen für etwas Neues. Und somit wirst du deine Ängste, glaube es mir, in zunehmender Art und Weise immer mehr auch in dieser Folge bereits wieder abbauen. Ein Leben ohne Verlustangst ist ein Traumleben, ich verspreche es dir. Das ist Leichtigkeit. Das ist wirklich das Leben eines Machers, eines Schöpfers, eines Gottes oder einer Göttin. Das ist wahres Leben und das sind wir. Das andere, das Halten, ist nicht unsere Natur. Denk zurück, als Kinder sind wir nicht bedarft zu halten. Wir sind immer darauf ausgerichtet, zu erschaffen. Erkennst du mittlerweile wieder, woher diese Verlustängste kommen? Es sind zwei Punkte. Dein Reptiliengehirn, wenn du es ertappst, sag ihm, du brauchst es im Moment, diese Frühwarnsignal nicht. Wir leben nicht mehr in der Steinzeit, wo man nicht so einfach irgendwo eine neue Höhle bauen kann, sondern wir leben im 21. Jahrhundert und du kannst die Dinge kaufen, aneignen, erschaffen. Sag ihm, dass es Sendepause hat. Und zum Zweiten, werde dir klar, dass es eine ganz normale Prägung ist, eine kollektive Prägung, die unser Unterbewusstsein übernommen hat, dass wir nicht mehr Schöpfer sind, sondern Halter sind. Und das Leben als Halter ist kein Leben, was wir wirklich haben wollen. Es ist ein Leben aus der Angst. Entscheide dich, ab heute wieder Schöpfer zu werden. Glaub mir, du kannst nicht verlieren, aber du wirst immer verlieren als Halter. Setz dich vielleicht mal hin und schreib dir auf, was würdest du gerne in deinem Leben alles erschaffen? Und stell dir die zweite Frage, wäre das möglich? Was glaubst du realistisch? Ist es möglich, dass du dein Leben neu erschaffst? Und wenn du dann darauf kommst und sagst, ja, da ich habe da Punkte gefunden und das wäre aus meiner Sicht absolut möglich, dann beginnen wir Schöpfer zu werden und du hast nicht mehr Angst, das Alte, was du hattest, zu verlieren, weil du bereits einen Ersatz in deiner inneren Stärke erschaffen hast. Das war der unglaubliche Podcast mit Ewald Schober, vollgepackt mit Inspiration, Motivation und der Schlüssel zum erblühenden Leben. Ich hoffe, du hast jede Menge wertvoller Ideen für dich mitgenommen und bist bereit, voll durchzustarten. Wenn du jetzt so richtig Feuer gefangen hast und Lust darauf verspürst, deinem Leben eine neue Richtung zu geben, die volle Tiefe der Praxis zu erleben, dann schau vorbei bei einem unserer Days of Change. Oder lass uns wissen, wie wir vom LCC-Team dir helfen können. Wir sind hier, weil wir das Leben lieben und freuen uns auf dich. Bis zur nächsten Episode des unglaublichen Podcasts. Bleib inspiriert, bleib motiviert und lass uns gemeinsam die Wunder des Lebens entdecken. Sie hörten der unglaubliche Podcast von LCC Seminare GmbH. Sprecher Ewald Schober. Moderation und technische Soundbearbeitung Matthias Reiter. Musik The Success by Keys of Moon. Redaktion Britta Wisniewski. Neue Folgen gibt es jede Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr zur LCC Seminare GmbH finden Sie auf unserer Webseite www.lcc-seminare.de.